Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Schülerzimmer. Cool, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Die Moderatoren kennt ihr ja schon. Aber wir haben heute eine ganz besondere Folge. Heute schon mal ein bisschen hinter die Kulissen. Ja. Das war jetzt eh schon genug von mir. Genau, Kilian. Da schließe ich mich gleich an. Also wir haben heute zwei ganz besondere Gäste dabei. Nämlich zwei Lehrer von uns, aber ich würde sagen, am besten, bitte stellt euch einmal selber vor. Ja, mein Name ist Robert Hufsky. Ich bin schon ein bisschen länger an der Schule und ich unterrichte hier Softwareentwicklung und Datenbanksysteme und ein bisschen Projektunterricht. Das macht furchtbar viel Spaß. Fast immer. Immer, ganz immer. Und ja. Ja, mein Name ist Oliver Mahert. Ich mache eigentlich das Gleiche. Datenbanksysteme, Softwareentwicklung in den verschiedensten Programmiersprachen auch. Meistens in Richtung Webdevelopment. Ja. Nicht nur. Aber im Gegensatz bin ich jetzt im zweiten Jahr Lehrer. Also ich bin da ganz jung und frisch. Schaut jetzt nicht so aus. Ich komme nicht direkt von der Uni. Ich war zuerst im Berufsleben und bin jetzt vor 2 Jahren quasi quer eingestiegen und ganz neu an der HTL. Ja. Erst einmal cool und danke, dass ihr heute überhaupt da seid. Freut uns beide und es wird sicher eine coole und interessante Folge. Ich sage, um das Ganze ein bisschen lockerer zu beginnen, fangen wir ganz simpel an. Wir sitzen gerade noch in der Schule. Welche Schule sind Sie gegangen? Wie hat Ihre Ausbildung gestartet? Ich war selber auf einer HTL in Klagenfurt. Und habe dort Elektronik, Nachrichtentechnik gemacht. Und die Ausbildung hat so gestartet, dass man das hatte, als junger 14-Jähriger in die Schule kommt und sich alle möglichen Dinge vorstellt, weil dann das Thema interessiert und dann mal drauf kommt, dass man die ersten 2 Jahre lang Maschinenbau und Werkstätten hat und solche Dinge. Ich bin hergegangen. Und dann in der 3. Klasse sind die interessanten Sachen gekommen. Das war ganz toll. Und ich habe mir dann allerdings entschieden, danach nicht dieses Thema weiter zu verfolgen, sondern in Richtung Softwareentwicklung und Datenbanken zu gehen, das, was ich jetzt auch tue. Und bin draufgekommen, dass das, was ich jetzt von meiner Schulausbildung am dringendsten brauche, die Themen aus der 1. und 2. Klasse waren. Ja, mein Weg war ein bisschen ein anderer. Massiv anders. Euphemistisch definieren, ich war maximal unfleißig in der Schule. Das ist interessant. Ja. Ja. Ich habe mich um die Schule, also in eurem Alter, eigentlich so genau null gekümmert. Das war mir alles viel zu fad und zu langweilig. Da ziehe ich Parallelen ein bisschen. Aber ja, gell? ich hatte schon als relativ kleines Kind, als 12-Jähriger, einen Rechner bekommen, damals einen Commodore C64, einen so einen Brotkasten, damals, gibt es wahrscheinlich heute noch in Museumsstücken. Und dort habe ich habe mich einfach fasziniert an dem Gerät an sich. Ich habe mich verliebt in dieses Ding und habe dann angefangen, wirklich eigene Programme zu schreiben, Basic, und vor allem eben diese Computerspiele, auf das bin ich halt vollkommen angefangen. Und habe dann einfach mir autodidaktisch selbst Basic beigebracht. Hab dann erkannt, dass das viel zu langsam ist und habe dann autodidaktisch mir Assembler beigebracht auf dem C64. Ja. Und das, was in der Schule passiert ist, war langweilig. Das hat mich nicht interessiert. Ich habe aber das Glück gehabt, dass ich, wahrscheinlich liegt es an meinen Genen, weiß es nicht, ich habe nie für die Schule gelernt. Yeah. Niemals. Ich habe in den ganzen technischen Fächern bin ich einfach angetreten, ohne. Sie auch HTL gegangen? Nein, ich bin Gymnasium gegangen. Na, okay. Aber also Mathematik, Physik, ich bin halt den Realgymnasium gegangen mit den technischen Fächern halt, aber ich habe nie was gelernt und bin halt immer durchgekommen. Für mich war das einfach positiv genug, weil der eigentliche Spaß war dann zu Hause bei mir beim Basteln, Softwareentwicklung auf meinem zuerst C64, dann ein Amiga, dann ein PC. Und dort habe ich immer schon gebaut und gebastelt und das habe ich dann eigentlich auf der Uni dann erst wirklich richtig ausleben können. Okay, interessant, ja. Das ist interessant, ja. Was ich am lustigsten finde, ist die Parallele zwischen Ihnen. Wow, habe ich schon viele Sachen gelernt, wo ich mal gedacht habe, aber das habe ich mich angemeldet. Das ist ja überhaupt nicht das, was mich taugt. Aber vielleicht kommt das auch. Das kommt in sicher früher. 70 Jahren. Wann kommt das auch? So lange wird es nicht dauern, wisst ihr. Aber das Einzige, was mich dann eben noch, wenn wir so weitergehen, interessieren würde, Sie haben gesagt, Sie waren nicht schlechter Schüler, sondern Sie haben sich wenig dafür interessiert. Wie waren Sie, Herr Professor? Waren Sie gut in der Schule oder haben Sie das Nötigste auch nur gemacht? Oder? Also ich war jetzt nicht der Superstar, aber es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Okay. Und es war einfach dort,
wie das so ist, nicht? Was einen mehr interessiert, da steckt man mehr rein, und was einen nicht so interessiert, da steckt man weniger rein. Aber ich habe jetzt keine Probleme in der Schule gehabt. Also okay. Ich habe keine Ehrenrunden gezogen. Das ist eher so ein normal. Ne? Okay. Ja, noch dazu. Ich meine, es ist auch so, ich war in meiner Schulzeit von einer starken Leserechtschreibschwäche betroffen, ja. Und es plagt mich momentan auch nach wie vor in kleinen Kreis. Aber ich war auch immer sehr, vielleicht bin ich sowas ein prototypischer Nerd einfach, weil ich habe auch wirklich dann, in meiner Schulzeit habe ich eben nicht Tristan und Isolde gelesen oder Goethe oder sowas, sondern ich habe Herr der Ringe gelesen. Ja? Und dann zweimal. Verständlich. Das hat mich interessiert, ne? So. Und dementsprechend schlecht war ich dann natürlich auch in den ganzen sprachlichen Fächern wie Deutsch. Boah. Also Deutsch habe ich jedes Mal ums Überleben gekämpft, weil ich einfach nie was gemacht habe, was mich nicht interessiert hat. Ja. Es war einfach langweilig, es war öd. Wen interessiert das schon? Ja? Erst jetzt im Hinterher weiß ich, dass mich das eigentlich hätte interessieren sollen, aber gut. Nur mittlerweile habe ich aber trotzdem dann im weiteren Verlauf dann doch schon einige Sachen geschrieben auch. Also meine Deutschlehrerin wird sich heute wahrscheinlich wundern, dass der Mauch halt schon Teile an Büchern mitgeschrieben hat und einige Papers veröffentlicht hat. Das hätte sie, das wird sie nicht glauben. Dann hätten wir wieder ein bisschen anderes Thema. Bei Ihnen haben wir schon super angeschnitten, wie das Interesse in die Richtung überhaupt geweckt worden ist. Wie ist es bei Ihnen dazu gekommen, dass Sie sich für, ich meine, die HTL war trotzdem ein bisschen anderes, aber warum dann SEW, warum auch für mich Medientechnik? Warum ich jetzt an die Schule gekommen bin? Ja, wie dieses Interesse. Na, aber das würde ich vielleicht generell, haben Sie davor schon, bevor Sie an der Schule waren, haben Sie ja dann natürlich, ich glaube, Sie haben ja längere Zeit gearbeitet. Ja. Das heißt, Sie haben ja vor, nach der Schule dann was anderes gemacht. Sind Sie studieren gegangen oder haben Sie dann Softwareentwicklung studiert? Oder? Ich hab dann in Graz Informatik studiert. Okay. Und habe auch nebenbei dann auf der Uni gearbeitet, als Studienassistent und als Assistent so irgendwie. Und dann war schon der Sohn auf der Welt. Und ich habe in Klagenfurt in einer Firma zu arbeiten angefangen. Die hat allerdings nicht sehr lange gelebt. Und dann war ich bei einer Firma, die aus der Klagenfurter Gruppe entstanden ist, aus einem kleinen harten Kern. Und da war ich jetzt 16 Jahre. Das hat unter verschiedenen Namen firmiert. War unheimlich spannend, mit ganz tollen Leuten, miteinander zusammenarbeiten konnte und mit ganz viel Arbeit. Das war ganz witzig. So, nach der Matura habe ich während der Matura hatte ich so eine Phase, wo ich gesagt habe, also eigentlich möchte ich in meinem Leben nur eine ruhige Kugel schieben. Und danach fängst du zum Arbeiten an, kommst drauf, das macht Spaß. Und dann hast du auf einmal auch der 40-Stunden-Woche, wo du sagst, 40 Stunden ist eh noch gemütlich. Ja. Und arbeitest wie ein Verrückter. Und wir haben alle möglichen Sachen gemacht, sind zum Teil ganz fürchterlich ins kalte Wasser gestoßen worden. Das erste größere Projekt war Parkplatzverwaltungssystem für Münchner Flughafen. Ah, perfekt. Mit dem, was ihr über Projektmanagement lernt, könnt ihr das gescheit machen. So wie wir das angegangen sind, war das eher ein bisschen amateurhaft, aber es hat funktioniert. Und dann war ich ziemlich lang viel im Ausland unterwegs und ich habe ein Jahr gehabt, wo ich 102 Flugtickets hatte. Das heißt, immer fast jede Woche nach Frankfurt, Berlin, hin und zurück. Und dann sagst du, in dieser Zeitung ist das lustig und man lernt alles Mögliche kennen, aber irgendwann kommst du drauf, wie viel Zeit verbringe ich in Flugzeugen? Ja, ja. Da geht es gar nicht um die Arbeit, sondern es geht um wie viel Lebenszeit verschwende ich eigentlich auf die Art. Und es hat das eigentlich zufällig ergeben, dass ich, damals ist mein Sohn hier auf die Schule gegangen und ich habe einmal auf die Schul-Homepage geschaut und die suchen da jemanden. Und den Abteilungsvorstand, den es damals gab, den kannte ich gut. Dann habe ich einmal angerufen und gesagt, wie ist denn das eigentlich? Und das hat gar nicht lange gedauert und haben gedacht, ich könnte das ja mal probieren. Und das ist jetzt nicht so, dass man weniger arbeitet, das geht's gar nicht, sondern das macht Sinn. Und am Anfang war es relativ schwierig, in das ganze Thema reinzukommen, weil man mit erwachsenen Leuten viel umgegangen hat, ist das etwas anders, wie wenn man mit 16-Jährigen umgegangen hat. Muss man lernen, dass es anders ist. Aber es war gescheit. Und es war klar, dass wenn ich an einer Schule unterrichte, dass ich eben Softwareentwicklung machen werde oder dass ich Betriebssysteme machen werde. Und Medientechnik, Webentwicklung ist im Laufe der Zeit einfach dazugekommen. Was mir jetzt total gut gefallen hat, und das würde ich ja gerne ein bisschen näher anschneiden, ist der Sinn, den Sie gesagt haben, den Sie da drin entdeckt haben. Was genau ist für Sie der Sinn, den Sie als Lehrperson? Was gibt Ihnen das? Ich glaube, die schönsten Zeiten sind, wenn man einen Unterricht hält und man hat den Eindruck, heute haben sie was dabei und heute haben sie was mitgenommen und heute ist was weitergegangen. Und dann denkst du, hast du jungen Leuten was beigebracht und das können sie mal brauchen. Oder
vielleicht auch so Situationen, wo einer sagt, ich verstehe nicht, warum wir diese komischen Scriptings da machen müssen. Und da kommt er von seiner Diplomarbeit zurück und sagt, das haben wir jetzt alles gebraucht, das haben wir nicht geklappt, aber das brauchen wir wirklich. Und das ist fein. Dann denkst du, okay, das hat jetzt was gebraucht, das war klasse. Das heißt, im Beruf auch, aber so direkt hast du es nicht. Das ist fein. Was vielleicht ganz interessant ist auch für die Zuschauer, was wir auch relativ früh zwar gewusst haben, aber noch nicht so lange, es ist ja noch nicht lang, dass sie hier in der Schule sind, sie kennen sich ja privat auch. Was wir mitbekommen haben, ist überhaupt durch ihre Verbindung miteinander, wie sie jetzt die Möglichkeit da entstanden, dass sie bei der Schule anfangen könnten. Mhm. Wie ist es denn dazu gekommen? Woher haben sie sich schon kennengelernt? Wieso war es dann auf einmal so schnell? Weil bei uns hat es noch geheißen, es kommt eigentlich ein anderer Lehrer, der dann aus Krankenproblemen. Vielleicht ich erzählen. Einfach einmal die Story, wie sie eben die Connection aufgebaut haben, dann zur Schule. Ja, ja. Also es geht eben um dieses Unternehmen, wo der Robert einfach früher gearbeitet hat. Mhm. Da bin ich auch dazu gekommen, reingestolpert, wo Professor Hufsky, war damals Research and Development Leiter dort in diesem Unternehmen. Und ich bin dort reingestolpert, eben auch als Softwareentwickler und habe dort gearbeitet. Ja. Dann gab es ein paar Turbulenzen, ich glaube, das waren 3 Jahre oder so. Ja. Ja, wo 3 Jahre circa. Und dann gab es ein paar Turbulenzen, Investoren, die eingestiegen sind und ein paar Umbenennungen gab es dann, ein bisschen so Querelen und da gab es die erste Dotcom-Blase, die da geplatzt ist. Ja. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht mein Studium abgeschlossen, aber ich hatte durch anderen, sage ich mal, privaten Gründen eine Arbeit gebraucht. Ja. Aber das war für mich dann der ausschlaggebende Moment, einfach mein Studium abzuschließen und gesagt, so, jetzt kann ich mein Studium abschließen. Und wir haben einfach 3,5 Jahre sehr, sehr gut zusammengearbeitet, glaube ich. Das war wirklich cool. Ja, da gab es einige sehr, sehr schöne Prozesse und Erlebnisse, die wir gemeinsam gehabt haben. Aber dann habe ich gesagt, ich packe die Chance am Krawattel und mache mein Studium fertig. Und das habe ich dann auch gemacht und da haben wir es leider irgendwie aus den Augen verloren. Mhm. Dann, ne? Und dann es gab dann immer wieder ein paar so Bekannte über Bekannte, wo wir gemeinsam was gekannt haben, also eben die Ex-Leute da, die immer wieder so Kränzchen veranstaltet haben, wo man Leute kennt und so. Aber eigentlich hatten wir uns aus den Augen verloren. Nur vor 2, 3 Jahren, vor 2,5 Jahren war es so, ja, 21, haben wir uns einfach wieder über Crossing war das. Crossing. Irgend sowas, ja. Über Crossing. LinkedIn Crossing. Eins von den beiden einfach wieder getroffen. Und dann haben wir uns einfach zusammengesetzt, ja. Wie wär's? Schauen wir uns mal zusammen. Setzen wir uns zusammen. Dann haben wir uns im Sommer beim Uniwirt in Klagenfurt einfach einmal zusammengesetzt, ja. Dann haben wir ein bisschen so geplaudert, ja, was der eine oder andere macht. Und ich war damals, habe ich mich wieder selbstständig gemacht. Und habe gesagt, okay, ich bin gerade unterwegs. Was ist das Leben? Wo sind die Chancen? Liebes Leben, küss mich. Ne? Und Robert hat gesagt, hey, ich habe da was, ich hätte da eine Idee. Wie wär's denn so mit Lehrer an der HTL? Und dann würde mich das interessieren. Und ja, kann mir schon vorstellen, so in 2, 3 Jahren, warum nicht? Ja, ich tu das auch gern irgendwie, ja, präsentieren und erklären. So. Naja, und dann bin ich auf Urlaub gefahren. Und als ich zurückgekommen bin, war dann die E-Mail drinnen. 2, 3 Jahre, vergiss es, wir brauchen nicht jetzt. 2 Wochen. Genau, und dann war ich dann oben beim mich vorstellen ganz kurz, beim Herrn Sandner, ja, und dann Florian Schmidt war noch dabei. Und eine Woche später bin ich dann schon in der Klasse gestanden. Das war sehr, das ist unglaublich. Aller Fall. Ja. Was mich ein bisschen interessieren wird, jetzt wo ich die Geschichte gehört habe, wir sind ja jetzt alle inzwischen eigentlich auch schon Erwachsene. Ja, ich bin jetzt inzwischen 21 und es ist doch Lehrer, Mentor, Schüler, also gewisse Beziehungen untereinander. Und jetzt sind Sie noch im Studium gewesen, als Sie angefangen haben, arbeiten. Waren Sie dann auch eine Zeit lang wieder Mentor? Was war da für eine Beziehung? Oder war das Augenhöhe? Oder? Boah, schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen, ja. Schon noch. Ja, man kann so sehen. In einer Softwarefirma ist und diese Firma war ja ein permanent Startup. Ne? Das ist ja nicht so eine hochorganisierte Firma. Und als die Firma gegründet worden ist, da war man mit unserem Chef noch per Sie. Mhm. Und
Das hat aber nicht lange gedauert und dann kommst du drauf, in der Startup-Kultur ist eigentlich alle untereinander per Du. Und wir hatten dann auch eine, zu der Zeit waren wir im Eigentum eines deutschen Unternehmens und dort waren alle untereinander per Sie. Das ist in einer Softwarefirma eigentlich völlig ungebräuchlich. Ne? Und das hat dann eine Zeit lang gedauert, bis wahrscheinlich nicht nur durch uns, sondern durch ein paar andere auch, bis das dort auch so eingeschlagen hat. Aber es war eigentlich insgesamt in der Firma das Verhältnis der Leute untereinander eher entspannt. Also es ist nicht so diese klassische, wie man sich vorstellt, Chef-untergebene Beziehung oder sowas, sondern es ist einfach, man muss ein gemeinsames Ziel erreichen und that's it. Ne? Ja, was noch hinzukommt ist, weil da eben das Thema von Mentor gefallen ist. Ja, was ist ein Mentor? Ja? Stimmt schon. Es reicht ja nicht einfach nur, Chef von jemandem zu sein. Das ist ja nur ein formales Kriterium. Aber für einen Mentor brauchst du halt auch irgendwie eine Art der Beziehung. Das heißt, dieser Mensch muss einfach etwas haben, was dir imponiert. Was dir ein bisschen eine Art Vorbildfunktion hat. Wahrscheinlich nicht alles vom Charakter, ne? Aber es gibt einfach Dinge, die einfach rausstechen. Das ist eben Herzlichkeit, Authentizität, auch ein gewisses Können und einfach ein ehrlicher, offener Umgang miteinander. Und das sind einfach Dinge, die jeden, also mir zum Beispiel, imponieren. Und dann kann ich natürlich schon sagen, ja, das taugt mir total. Und das dann orientiere ich mich an solchen Menschen. Ich kann jetzt natürlich nicht den Finger drauf zeigen und sagen, du bist mein Mentor. Ja. Aber das sind halt, da gibt es einfach Vibes. Mhm. Ja. Und das war, glaube ich, schon so. Also auf meiner Seite zumindest, ich weiß es nicht. Wohl. Also wenn ich so zurückdenke, ja, das ist eigentlich lässig. Und das war so, also ich habe mir so ein Erlebnis, das ist jetzt auch ein bisschen weit behaftet. Wir hatten in der Firma ein Softwareprodukt, das ein sehr gescheiter Kollege entwickelt hat und wir gesagt haben, das sollte Oliver weiterentwickeln. Ja. Und er hat sich das eine Woche angeschaut und hat gemeint, das wäre gescheit, wenn wir das neu bauen. Weil es doch halt so ein gewachsenes Stück Software war. Er hat gesagt, ja, okay, das probieren wir. Wie lange wird es denn dauern? Ja, der vorherige Kollege hat sicher ein Jahr dran gearbeitet, mindestens. Nicht? Und der sagt, ja, er glaubt in 3 Monaten. Okay, das probieren wir. Das hat auch funktioniert. Ja, und das war sensationell. Wir haben gestaunt, wie viel Code er in kurzer Zeit produziert, der funktioniert. Ne? Und dann gibt es natürlich auch immer Leute, die total gescheit sind und fürchterlich gut programmieren können, was du aber sagst, aber die sind dann das, wo man sich einen klassischen Nerd drunter vorstellt, mit dem so ist, du sehr schwer reden kannst. Nicht? Ja. Und ich glaube, du hast dich zwar als Nerd bezeichnet, aber du bist zumindest nicht der klassische Nerd. Ja, mit der dicken Brille oder so. Nein, überhaupt nicht. Nein. Aber ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes, weil mein Bezug zur Software ist ja wirklich, ich liebe die Software an sich. Also für mich ist ein schöner Source Code hat ja wirklich etwas für mich fast was Lyrisches. Das heißt, ich will ja wirklich irgendwie, wie ein Gedicht ist das. Das ist eigentlich wie ein mathematisches Gedicht. Eigentlich, ja. Und ich mache das ja eigentlich, nicht einfach, um jetzt anderen zu zeigen, wie gut ich bin oder irgendein anderes Problem zu lösen, sondern teilweise ist es auch deswegen, weil ich einfach das Ding an sich, den Text liebe. Ja, man an Rainer Maria Rilke lesen und den hören und den ist für mich auch bezaubernd und rührt mich und trifft mich irgendwie. Und wenn ich echt einen schönen, sauberen Source Code, der einfach pfiffig geschrieben ist, der prägnant und präzise ist und ja, schwer zu sagen. In Python gibt es manchmal so Dinge, wo du echt denkst, boah, das ist wirklich elegant gelöst. Ja, aber ja? Herr Professor, finde ich, muss ich sagen, hat die Selbstbeschreibung nicht doch schon ganz gut drauf. Am meisten. Ja, aber bei mir mal kurz die Sichtweise. Es ist auch ein Ort von Wert. Nicht? Ein Wert ist für mich einer, der so zurückgezogen und selbst. Das ist, ich glaube nicht so. Okay. Wenn wir mal kurz darauf dann die Sichtweise sehen, ich habe so eigentlich das Ganze noch nie betrachtet, auch mit den ganzen Background-Infos. Das finde ich sowas jetzt eigentlich ganz interessant zum sehen. Was sagst du eigentlich so da? Na, also es ist wirklich total interessant, was die Gründe da sind und wieso sie zu dem Ganzen gekommen sind. Und vor allem auch, wie spontan dann die Entscheidung war. Aber bei mir total schnell eigentlich mehr Impulsentscheidung. Oder wirkt zumindest so.
ja, bei mir war es schon, hat schon irgendwie ein, zwei Monate gedauert, aber natürlich, was ist ein, zwei Monate? Ja, ich, ja, also es, ist, ja. Es war dann letzten Endes trotzdem die, du hast alle möglichen Faktoren drinnen. Das, ja, das ist Lebenszeit und das ist einmal ein neues Thema angehen. Das ist ein Faktor, wo du hast ganz gut verdient, verdienst, geht sich nachher noch aus. Das, ja, geht sich. Muss gleich nachdenken, geht sich aus. Und alle möglichen Faktoren spielen da rein und irgendwann musst du halt eine Entscheidung treffen und dann kommst du drauf, dass es erst ein bisschen zart ist, weil dann ist, wie gesagt, musst du mit einer neuen Art von oder mit einer großen Menge von neuen Art von Menschen umgehen, das du vielleicht in der Form noch nicht kennen hast, aber wenn man das irgendwann einmal heraus hat, ist das super. Genau, genau, das würde ich gerne einmal einschlagen. Was sind, weil Sie haben jetzt vielleicht doch andere Sichtweisen darauf, eben weil es bei Ihnen schon ein bisschen länger her ist und ja, bei Ihnen jetzt noch so frisch. Was sind so die schwersten Sachen oder was ist das Schwerste für einen Neueinsteiger als Lehrer? Was finden Sie? Was ist so richtig schwer? Weil, der Umgang, natürlich, ich verstehe auch sehr, der Umgang mit Erwachsenenleuten auf Kindern oder Jugendlichen ist sehr extrem. Was schwierig war, ist, man unterrichtet eigentlich Sachen, die man hoffentlich schon vorher im Beruf gemacht hat. Das ja, macht das ja am meisten Sinn. Ein paar Sachen muss man sich dann noch dazu beibringen, dass man den Punkt findet. In einer Neulehrerausbildung gab es mal einen Lehrer, der hat einen Satz gesagt, es gibt die didaktische Reduktion. Wie viel von der ganzen Komplexität kann ich weglassen, dass ich immer noch die Wahrheit sage und dass ich es verstehen und dass es Sinn ergibt. Nicht? Genauso wie man in der Volksschule das kleine 1x1 lernt und nichts von Null weiß und nichts von negativen Zahlen weiß und trotzdem schon mal rechnen kann. Mhm. Und dann kommt auf einmal dividieren dazu und dann kriegt man eigentlich nur Rechenaufgaben gestellt, wo ganze Zahlenergebnisse rauskommen, nicht? Keine Bruchzahlen, weil Bruchzahlen kann man ja noch nicht. Und so. Und das muss man jetzt umlegen auf den Unterricht und sagen, wie viel lasse ich weg, damit ich nicht mit allen Details überfordere und dass trotzdem was rauskommt, mit dem man was anfangen kann. Und das ist eine Hürde, da muss man drüber, ne? Oder kann ich mir auch genau vorstellen, dass jetzt genau Ihre Fächer dort die anfälligsten für solche Probleme sind. Ja. Es kommt noch, ich würde da noch ein paar Sachen hinterher schieben. Ja. Also jahrelang mit diesen Themen zu arbeiten, also jahrelang Software zu entwickeln, ja, ist ja eigentlich, wenn einem das in Fleisch und Blut übergegangen ist und wenn man einfach wirklich sich hinsetzt und einfach schnell irgendein Editor aufmacht, dann noch ein paar Zeilen runtertippt und so und die Dinge so macht, wie man sich das in jahrelanger Übung sich angeeignet hat, ist das ein Thema. Aber dann wirklich jemandem zu erklären, warum man die Dinge jetzt genauso macht, wie man sie macht, ja. Und dann wirklich das ganze Füllhorn an Ideen und Konzepten und Technologien, die da drinnen stecken, die man einfach verinnerlicht hat, dann wieder zu veräußern und einfach wirklich jemanden einfach zu beschreiben, ist echt auch eine Challenge. Und vor allem sich dann zu überlegen, habe ich eigentlich an alles gedacht? Weil man wird in einer gewisser Art und Weise natürlich betriebsblind. Ja, weil ich mache meinen Code und meine Software und meine Produkte so, wie ich damals mir das angeeignet habe und angelernt habe. Und ich mache viele Dinge in festgefahrenen Schienen irgendwie. Ja, und versuche natürlich das, was ich kenne, von einem Bereich auf den nächsten zu transportieren und dort vielleicht auch genauso zu machen. Obwohl es in vielen Bereichen, Konzepten einfach neue Wege gibt, neue Möglichkeiten. Und man muss einfach bereit sein, Erlerntes und Verinnerlichtes einfach zu verlernen und einfach zu schauen, was es da an neuen Möglichkeiten gibt. Und das ist sehr schwer. Und wenn ich jetzt natürlich jetzt hinstelle, mich da so ein groß euch erkläre, das läuft so und so und so und so und so, und dann gibt es halt die Frage, aber warum? Ja. Dann wirft mich das aus dem Konzept und hat natürlich jetzt gibt es ein Spannungsverhältnis. Also ich habe auch dann hier an der HTL im letzten Jahr Schüler kennengelernt, die mich echt irgendwie verdattert haben, weil die haben mir Fragen gestellt, wo ich gedacht habe, ich käme nicht auf diese Frage. Ja? Das ist für mich, so viel Fantasie habe ich gar nicht. Und das ist steil. Ja? Aber auch etwas, was für mich als Junglehrer auch ein Thema war, ist, ich sage mal so, selbst in den größeren Betrieben, wo ich gearbeitet habe, war die Struktur ein bisschen flexibler. Okay. Ja. Und das ist natürlich auch hinter dem, was ihr natürlich nicht wirklich wahrnehmt als Schüler. Ja? Ja. Aber dahinter, die Maschinerieschule, ja,
hat ja wirklich, sind ja 100.000 kleine Zahnrädchen, die durch Gesetzestexten zusammengeklebt werden und ineinander greifen. Und ganz viele kleine Hände sind damit beschäftigt, dass das Werk so läuft, wie es läuft. Und das ist einfach ein Thema, was einfach nicht sichtbar ist. Und als Junglehrer kommt man an die Schule und ich habe das Gefühl, dass viele Schüler einfach dasselbe Regelwerk besitzen, außen übergestülpt vom Bundesministerium. Mhm. Aber trotzdem die innere Auslegung und die innere Lebendigkeit dann jedes Mal ein bisschen originär ist und anders gelebt wird. Also ich glaube, die HTL Villach und die HTL Mössinger Straße leben anders. Ja. Ja. Die haben andere Prozesse. Ganz sicher. Ja. Was für mich ganz interessant ist, aus beiden Antworten geht jeweils sehr viel tatsächlich Technisches oder die Theorie, aber der soziale Umgang mit tatsächlich einer anderen Altersgruppe für beide von ihnen nie ein Problem gewesen, oder die Umstellung. Das Soziale oder das Menschliche war nie irgendein Thema für sie. Das ist für mich ganz und gar nicht, sondern ganz im Gegenteil. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich auf eine Klasse gehe, in eine Klasse reingehen kann und einfach da Menschen kennenlernen, weil ich mir einfach wirklich wohlfühle. Ja. Natürlich gibt es Herausforderungen auch vom Stoff. Ja. Also ich weiß manchmal nicht, was ich nächste Woche unterrichten werde, weil ich die Unterlagen noch nicht zusammen habe. Das ist wirklich viel Arbeit, das Zusammenstellen, zusammenzubauen. Ja. Weil ich auch natürlich nicht weiß, wie weit ich gehen kann von eurer Knowledge her. Aber rein der menschliche Effekt, also der Aspekt, rein, dass ich in die Klasse gehen kann und einfach mit euch reden kann und so und einfach euch sehe und einfach, dass es da so eine zwischenmenschliche Ebene gibt. Das ist etwas, was einfach einzigartig ist in dem Berufsfeld, in dem Berufsbild. Und das ist das, was eigentlich das einer der schönsten Momente des Lehrerlebens eigentlich ist. Ja. Also das muss ich jetzt irgendwie, kann ich nur bestätigen. Es war tatsächlich im ersten Jahr war das eine gewisse Unsicherheit vielleicht dabei. Da war das nicht, dass ich das nicht merken habe, sondern aber es war das. Auch die Schüler können einen guten Druck aufbauen. Und das muss man lernen. Manche kennen es von Tag 1. Ich habe ein bisschen gebraucht. Aber es ist genau das, was er auch gesagt hat. Das ist, wenn man selber positiv reingeht, dann kommt was Positives Druck und dann macht das einfach Freude. Und dann hast du irgendwie mit dem, was du mehr diskutierst, aber im Endeffekt macht Spaß. Und das ist, es macht nicht Spaß, es macht Freude. Spaß ist lustig, aber Freude, ich sage das, etwa ein guter Tag. Und das ist etwas, was mir auch wahrscheinlich sehr abgehen wird, irgendwann einmal. In nicht allzu langer Zeit. Ne? Ja. Ich finde das echt sehr interessant. Aber ich finde, dass sie beide Fächer unterrichten, die was meiner Meinung nach schwer zum Unterrichten sind. Und gerade an so junge Leute, wo echt, glaube ich, bei einigen dann so ist, warum soll ich das jetzt machen? Warum muss ich das machen? Ich glaube, da gibt es schon einige Hindernisse. Und ich finde trotzdem, ich glaube, wir haben in den paar Jahren schon mehrere Lehrer gehabt, da muss man trotzdem ein Lob aussprechen, weil sie zwar sind zwei Lehrer, was immer dahinter waren, dass die Schüler was lernen. Egal, ich glaube, da können wir uns was. Ja, das nicht so gern machen. Okay. Und so wie wenn ich jetzt aus meiner Sicht gehe, es interessiert mich beides extrem wenig. Ich werde es auch danach sicher nicht weitermachen. Ich mache ganz was anderes. Ich mache jetzt nebenbei schon Arbeit extrem viel. Aber um das geht's ja gar nicht, sondern eben den Schülern sowas beizubringen, glaube ich, ist schon ein Lob. Also ich finde es ganz stark und auch ein Lob von mir. Beide. Okay. Es ist, finde ich, als Schüler bekommt man sehr mit, dass beide sehr motiviert jeweils in ihren Fächern sind und diese Freude, von der sie geredet haben, können sie auch weitergeben. Es ist wohl auch Medientechnik in sie. Aber wenn sie dann reinkommen, lächelt man dann auch kurz einmal und freut sich, dass wir jetzt ein bisschen quatschen kann man ja einmal in der Stunde. Das ist ja auch gut. Das ist ja auch gut. Ich hab, weil du sagst, du wirst nie machen. Ich staune oft. Ja, ich staune oft, dass man manchmal irgendwelche Absolventen von uns trifft, die während der Schulzeit, also gerade in dem Bereich, sich sehr schwer getan haben, oder es hat sich nicht so interessiert und so. Und auf einmal siehst du auf LinkedIn oder triffst du irgendwie in Klagenfurt und denkst da, er macht trotzdem Master in Software Engineering. Und das ist eigentlich schön, nicht? Nein, genau. Wenn mein Mathematiklehrer wüsste, dass ich Software Engineering mache, wird sich auch wundern. Also, wird sich wahrscheinlich auch freuen. Aber es ist erstaunlich. Ich glaube, bei dir wird es wirklich so sein. Also, wenn ich da nur kurz einhaken darf, ich glaube auch, dass da viele gibt, die was da eher am Anfang sagen, nein, ganz sicher nicht, und dann eher doch dazu finden. Bei mir gibt es ein paar Sachen, würde ich sagen. Einerseits, ich glaube, ich bin die ersten Jahre trotzdem
zu wenig aufgepasst. Es wäre jetzt, wenn ich im Nachhinein drüber blicke, glaube ich, würde es nochmal anders angehen. Mhm. Gerade in SEW, in sich noch ein bisschen weniger, würde ich sagen, aber SEW, weil die Grundlagen zu kennen und so eine Sachen zu verstehen und umzusetzen zu kennen, glaube ich, bringt dein Leben schon Vorteile. Und du weißt nie, wo du es brauchen kannst. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine eigene Firma habe, vielleicht brauchst du es ja. Vielleicht, dann ist das gleich mit Datenbank natürlich. Aber bei mir bin ich mir schon sehr sicher, eben mit dem Zweig, wo ich jetzt schon eingeschlagen bin und mit den Firmen, wo ich jetzt arbeite und teilweise habe, glaube ich, dass das ganz was anderes ist. Ich lebe was anderes und da werden die Wege sich, glaube ich, nicht mehr kreuzen. Ich glaube, da bist du dir auch sicher, dass das bei mir nicht der Fall sein wird. Ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man das macht, was einem, was einem wirklich Freude macht. Und dann sagst du, ich mache das jetzt, ich würde jetzt Rechtsanwalt werden wollen, weil da verdiene ich nicht mehr Geld. Nein. Es geht ums Leben. Ne? Genau, das war für mich auch schon klar, dass ich wahrscheinlich, wenn du echt Softwareentwickler wärst, verdienst du Schweinegeld, aber ich könnte auch nicht den ganzen Tag vom Computer sitzen oder Software oder irgendeine Sachen schreiben oder entwickeln schreiben. Ja. Und das, was ich jetzt mache, glaube ich, bin ich glücklich und das funktioniert auch sehr gut. Bei dir, Kilian? Nein, ich bin mir auch relativ sicher, dass ich in einem anderen Bereich wieder arbeiten möchte. Ich muss sagen, mir gefällt Projektmanagement und Wirtschaft am besten aus dem Zweig jetzt. Und das ist auch, indem ich maturieren möchte und aus dem möchte ich am meisten mitnehmen. Mhm. Weil ich sehe mich einfach mehr in der Rolle, Projekte zu leiten, zu managen über mehr Sachen. Weil ich finde, ich verstehe relativ viele Bereiche oberflächlich, aber bin ich nirgends ein Spezialist oder halt noch nicht das gefunden, wo ich sage, da gehe ich zu 100% auf. Deswegen eher organisatorisch. Ich hab gedacht, du gehst voll auf, wenn du bei mir arbeitest. Aber ja, also arbeiten, das Trinkgeld ist nicht schlecht. Du kannst in der Showtechnik arbeiten. Kann ich eine Anekdote dazu erzählen. Ja. Wir hatten einmal einen Kollegen, du wirst ihn gleich kennen. Der hat einmal erzählt dann, dass er auch ein Hotelgegangen ist und in Klagenfurt und hat dann in Graz maturiert. Und hatte eigentlich ein ordentliches Maturazeugnis. Er hatte nur einen einzigen Dreier. Das kann man jetzt so oder so sehen. Und hat dann eine Zeit lang sogar Informatik studiert. Das war ihm dann zu trocken. Dann hat er als Kölner gearbeitet in einem Hotel. Das war lustig, aber er hat gesagt, das kann es auch bleiben. Und dann hat er in unserer Firma als Trainer angeheuert. Und hat das irgendwie ganz gut gemacht und ist dann nach Berlin gegangen. Da hatten wir eine Niederlassung und hat dort eigentlich diese etwas trockene, biedere Niederlassung aufgemischt, sodass das ein total lustiger Verein geworden ist. Und dann hat er beim großen Kunden, der eigentlich auch sehr schwierig war, großes deutsches Ministerium, es geschafft, dort als Projektleiter die so einzukochen, dass er mit denen alles aushandeln könnte, was aushandeln war. Hat technisch genug verstanden, dass man kein Blödsinn einreden konnte. Und ist jetzt irgendwie, das Letzte, was ich von ihm gehört habe, dass er Teamleiter von 70 Leuten ist und der hat sich da sehr gut etabliert. Also die Wege sind ja nicht immer so linear. Nicht? Ja. Und manch einer kommt erst nach ein paar Jahre nach der Schule drauf, was er eigentlich wirklich will, kann ja auch sein, weil dann vielleicht der Druck ein bisschen abfällt und das Ganze. Und findet einen Weg für sich, der ganz, ganz toll funktioniert. Und das sind oft ganz, ganz überraschende und erstaunliche Wege. Ne? Ich glaube, da bin ich auch extrem gespannt, muss ich sagen, bei dir, was du weitermachen wirst, weil das kann alles sein. Yes. Also, weil du hast ja echt null zu. Ich kenne dich jetzt so lang und Anführungsstrichen, aber du hast wie oft deine Pläne allein in den letzten 3 Monaten geändert? 6 Monate. Ja, so ungefähr. Deswegen bin ich da echt gespannt, was da rauskommen wird. Weil wenn wir auf mich nochmal schauen, ich glaube, bei mir ist es sicher. Es geht auf jeden Fall in der Richtung. Ja, schon, ne? Und du hast den Nullplan, was du dann auch jetzt machen willst, glaube ich. Ja, auch für sie, damit sie mal wissen, mein nächster Schritt ist Jagdkommando. Ich dachte mir gern 3 Jahre lang. Wirklich? Ja. Was noch? Damit hätte ich es gerechnet. Ja. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen möchte. Ja. Und während der Ausbildungszeit im Jagdkommando bekommt man, sobald das abgeschlossen ist, für die gleiche Zeit, falls man eine Lehre beginnt oder eine andere Ausbildung beginnt, sein Gehalt weiterhin ausgezahlt für die Zeit, die man im Jagdkommando gedient hat. Und da vielleicht verpflichte ich mich für 3 Jahre und kann dann 3 Jahre danach irgendwas anderes lernen, schauen, ob ich mich irgendwo anders spezialisieren möchte und möchte das so kombinieren. Das ist jetzt derweil einmal der Plan. Und mein absolut größtes Interesse liegt, glaube ich, in den Naturwissenschaften. Mir interessiert vor allem Biologie und Chemie. Aber Wissenschaftler sein, zahlt mir jetzt auch nicht so. In einem Labor viele Stunden, nicht so gut gezahlt drinnen. Und dann, glaube ich, bin ich auch nicht der neue Einstein, der was Neues entdeckt, sondern es wird halt eher monotone, nicht so coole Arbeit. Deswegen ist da mein Fokus zuerst finanziell unabhängig werden, um dann wirklich machen zu können, was man will. Wer weiß, was dann, vielleicht will man Hamsterräder bauen oder
oder Stühle modellieren, was weiß ich, aber was es auch ist, ich ja, möchte da wirklich den finanziellen Druck nicht mehr haben, dass es auf mich kommt. Man muss ja eins trotzdem sagen, wie blöd klingt, intelligent bist du ja genug, dass du jederzeit in jeder Sparte zurückgreifen könntest, weil du wärst genauso ein Kandidat, auch wenn du wahrscheinlich in Softwareentwicklung oder so zur Zeit nicht gut bist, du würdest wahrscheinlich trotzdem dir sofort aneignen können und genauso irgendwann einmal in so einer Branche arbeiten müssen, auch wenn du es jetzt nicht siehst. Es ist so. Ja, vielleicht geht das, aber ich glaube, das wird echt nicht. Nicht so? Nein, okay. Das zahlt mich nicht. Und gehen wir jetzt wieder mal das Ganze wieder ein bisschen mehr zu Ihnen. Was gibt es denn für ältere Probleme, die sich vielleicht inzwischen schon gelöst haben? Vielleicht sind Ihnen neue Probleme, aktuelle Probleme aufgefallen, was wir da wirklich sehen, boah, das System läuft aber überhaupt nicht. Wie also, wir reden jetzt von der Schule. Ja, von der Schule. Oder was sind so für Probleme in den letzten Jahren bei Ihnen gewesen, was wir so gar nicht vielleicht mitgekriegt haben? Cool, unsere Schule ist fehlerfrei. Kameradruck. Das ist eine richtig schwierige Frage. Schwierige Frage? Man kann vielleicht nicht einmal einspringen. Ja. Boys. Also der Einstieg für mich als Junglehrer war schon tough. Ja. Weil, abgesehen davon, dass ich natürlich so auf Knall und Fall reingestiegen bin, habe ich relativ wenig über die pädagogischen Prinzipien eigentlich irgendwie mitgekriegt. Ich habe jetzt auch natürlich eine Zusatzausbildung auf der pädagogischen Hochschule, die mir das eigentlich beibringen soll. Aber ich sag's mal auch so, diese Ausbildung ist jetzt gerade, was die Pädagogik anbelangt, ganz viel Luft nach oben. Yeah. Ja. Ganz viel. Und teilweise sind das auch, also es wird dann auch von Lehrern, also von Kollegen vorgetragen auf der PH, die auch lang gediente Kollegen sind. Und die haben dann natürlich auch ein pädagogisches Modell im Kopf, was jetzt, glaube ich, nicht modern, was man nicht als modern bezeichnen kann. Ich habe das auch voriges Jahr hier in dieser Schule erlebt. Wir hatten im vorigen Jahr hier zwei Konferenzen über Schüler und habe mich dann aber auch gewundert, dass sehr viele, ich sag mal so, ja, also das ist ein Punkt, wo ich sagen muss, da habe ich zu hadern. Es gibt Lehrer, die sind nicht auf der gleichen pädagogischen Welle wie ich. Und ich weiß nicht, wo die sind. Ich kriege auch auf einer pädagogischen Ausbildung momentan nicht allzu viel mit. Ich bin hier als Fachlehrer und ich glaube, dass ich mich fachlich ganz gut auskenne. Aber mich jetzt tatsächlich als Pädagoge zu bezeichnen, das ist vom Berufswegen natürlich, dass ich diesen Titel bekomme. Aber gelernt habe ich das noch nicht. Ich finde, das ist auch richtig gut, das Problem, was angesprochen wird. Weil ich finde zwar, Sie sind da eigentlich perfekt und unglaublich, dass Sie das so leicht umsetzen. Aber wir haben uns, das ist immer ein Problem, was wir uns schon als Schüler, gerade jetzt die jetzige vierte und fünfte der Medientechnik, sehr angesprochen fühlen. Wir finden, dass gerade neue Lehrer, was bei uns eingesetzt werden, vielleicht teilweise zu wenig überwacht, klingt jetzt falsch, aber es ist überwacht im Prinzip werden, wie sie mit den Schülern umgehen und wie sie einfach ihren Unterricht gestalten. Da gibt's, glaube ich, zurzeit und wird sich sicher früher auch schon Probleme gegeben haben. Und gerade zur Zeit ist es sehr aktuell, würde ich sagen. Mhm. Was man so vielleicht nach außen eben als Lehrer zurzeit gar nicht so mitkriegt. Aber da wird unter den Schülern gerade ganz heiß diskutiert. Okay. Ich meine. Ja. Oder? Ich kriege ja auch ein bisschen was mit, was die Schüler untereinander so reden, weil ich ja bin der einzige Lehrer, der auf beiden Discord-Kanälen ja drin ist. Okay. Da kriege ich einiges mit. Und da fliegen manchmal die Meinungen schon sehr tief. Ja. Okay. Und ich würde es auch nicht raten, dass wenn einige meiner Kollegen, die vielleicht noch ältere Semester sind, sich dort einwählen und ein paar von diesen Diskussionen mitkriegen, die würden sich schon anständig auf den Schlips getreten fühlen, ganz sicher. Aber das Thema, was du jetzt angesprochen hast, sind die jungen Leute, die quasi... Genau, die Neuern. So wie sie jetzt waren, vor zwei Jahren eingestiegen, gerade die, was noch nicht so lange da sind oder vielleicht sogar gerade erst gekommen sind. Ja. Also, wenn Sie meinen, so wie Ältere, natürlich gibt es da auch Probleme, aber das sind eben so, wie Sie sagen, alteingesessenere Lehrer, was vielleicht andere Methoden haben zum Unterrichten. Ja. Was bei uns in der Medientechnik vielleicht jetzt auch noch einmal anders ist, weil ich finde,
was wir jetzt im anderen Podcast auch schon geredet haben, wir sind mal so ein moderner Zweig. Mhm. Und da gehört auch teilweise moderne Unterrichtungsstil dazu. Deswegen sind da vielleicht Probleme dann, was in anderen Abteilungen eher nicht so sind, wo es eher hierarchische Arbeit geht. Aber eben mein Dings war gerade eben die neuen Lehrer. Okay. Und nicht die alten. Okay. Weil sie haben, glaube ich, das andere gemeint, gell? Ja, wie gesagt, ich war voriges Jahr bei 2 Konferenzen dabei. Und die Konferenzen gingen um ein Fehlverhalten von Schülern. Mhm. Und da war es teilweise so, dass einfach eine Art Hilflosigkeit unter den Lehrern vorhanden war. Mit der Frage, wie gehen wir damit um? Welche Mittel stehen uns zur Verfügung? Wirklich im Sinne von, welche pädagogischen Sanktionsmöglichkeiten oder was für ein Blumenstrauß von Handlungsmöglichkeiten haben wir als Lehrer eigentlich zur Verfügung, um ein Fehlverhalten von Schülern zu sanktionieren oder irgendwie gerade zu rücken? Da sind wir eigentlich draufgekommen, dass wir relativ wenig haben. Und aus dieser Verzweiflung heraus gibt es dann auch so Wortmeldungen, die jetzt, also nicht wortwörtlich, aber sinngemäß im Sinne von, war, naja, dem muss man einfach mal die Wadeln für richten. Ja? Und das sind schon sehr pädagogische Muster und pädagogische Prinzipien, die mich einfach ein bisschen erstaunt haben, sage ich mal so. Ja? Und das natürlich dann auf der anderen Seite, dass es Junglehrer gibt, Junglehrer, die von der Uni kommen oder Jung- oder Quereinsteiger? Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Ich glaube, Quereinsteiger. Quereinsteiger. Mhm. Okay. Frage, ob das Junglehrer oder Neulehrer sind. Ja. Also, da kann ich jetzt relativ wenig dazu sagen, was für mich einfach, ich komme ja nicht an die Schule, um hier einfach mich selbst da irgendwie zu feiern und einfach euch zu zeigen, wie gut ich bin. Ja, und dass ihr jetzt da, dass es so ein sehr hierarchisches Verhältnis ist, sondern in meiner Lebenseinstellung, mein Lebensmotto ist ja eigentlich, dass ich wirklich euch was beibringen möchte. Mhm. Und wenn ihr die Klasse nicht schafft und wenn ihr einfach da nicht dran bist, dann ist es so ein Teil, mir selbst anzukreiden. Ja? Wie kann ich meinen Unterricht so gestalten, dass du, obwohl du von Insi keine Plan haben willst, dass es trotzdem für dich interessant ist und dass du trotzdem vielleicht so viel mitnimmst, dass du sagst, okay, also das hat mir noch was gebracht. Ja. Ja. Das ist mein Job, dich zu motivieren und dass ich dir das beibringe. Ja. Also ich finde das eine sehr bewundernswerte Einstellung und auch sehr, sehr reif. Aber jetzt haben wir so viel über Probleme geredet, was schlecht ist. Die Schule ist ja doch echt cool und wir haben sehr viele Möglichkeiten. Was finden Sie total beeindruckend an der HTL? Weil für mich gibt es auch genug Sachen, die ich aufziehen kann, wo ich immer wieder denke, boah, ist halt schon echt lässig, dass wir das alles machen können. Und viele Möglichkeiten, allein der Podcast, das ist ja auch gewaltig. Da werden Sie sich auch gute Beispiele haben. Das hat niemand so gut getaugt. So, wir hatten eine Zeit lang, wenn wir unsere Schule beworben haben, bei Präsentationen in anderen Schulen, hat es den Herrn einen Kollegen gegeben, der gesagt hat, wir sind alle keine gelernten Lehrer, um auf das nochmal hinzukommen. Und es ist eigentlich cool, weil es ist natürlich, wie gesagt, am Anfang braucht man ein bisschen oder denkt man drüber nach und ob man das pädagogisch alles richtig macht. Aber wir kriegen auch manchmal den Feedback von Schülern, die sagen, dass das Verhältnis Lehrer-Schüler hier eben etwas mehr auf Augenhöhe ist, als in einer Schule, wo lauter gelernte Lehrer sind. Und das ist eigentlich etwas, was man positiv mitnehmen kann. Ich glaube, dass es auf der einen Seite natürlich schon pädagogische Prinzipien, die man kennen sollte, gibt. Aber auf der anderen Seite kommt ja ganz viel darauf an, wie verstehen wir mit den Leuten? Wie sind die, wie du sagst, die Vibes? Ne? Und wenn das funktioniert, dann kann ich von pädagogischen Prinzipien gleich wieder runtergehen und das brauche ich gar nicht so sehr, sondern da funktioniert es ja auch, vielleicht sogar besser. Und wenn man sagt, wenn du in einer Startup-Firma gewöhnt bist zu arbeiten, wo man versucht, einander auf Augenhöhe zu begegnen, weil wir eh alle wissen, dass wir im gleichen Boot sitzen, und wenn man das so verinnerlicht, dann versucht, diesen Stil mitzubringen, dann scheint das mal ein ganz guter Weg zu sein. Und ansonsten, was ist an der Schule toll? Tatsächlich, es gibt viele Möglichkeiten, Dinge zu machen. Wir sind natürlich gewöhnt, weil wir früher in einer Expositur waren, wo wir, der Direktor hat einmal gesagt, wir sind das gallische Dorf, und das habe ich ihm sehr hoch angerechnet, weil ich es eigentlich ganz gut finde. Und dieses gallische Dorf haben wir uns ein bisschen beibehalten, auch als wir hergesiedelt sind. Ja. Und wir erlauben uns doch
Dinge so zu machen, wie wir es glauben, dass wir es brauchen. Also, wenn es irgendwo, ich habe mal das Wort gehört von einem Ministeriumsmitarbeiter, der gesagt hat, bleiben Sie in Rufweite des Gesetzes. Also wir interpretieren unsere Lehrpläne so, wie wir glauben, dass es sinnvoll ist. Yeah. Und weil wir glauben, das wird sie irgendwann mal brauchen und nicht so, wie es ganz genau nach dem Buchstaben drinsteht, weil was nach dem Buchstaben drinsteht, ist eh ein bisschen schwer zu verdauen. Und dass wir diese Freiheiten haben, das so zu gestalten, das macht Spaß. Und das finde ich klasse. Und ich glaube, ich habe wahrscheinlich noch nie so viel neue Sachen jetzt in den letzten paar Jahren lernen können, wie vorher in der Firma, wo du an ein bestimmtes Produkt, an eine bestimmte Technologie gebunden bist, sondern du sagst, wir glauben, das ist wäre interessant, das könnten wir doch nächstes Jahr unterrichten, dann machen wir es halt. Das ist eigentlich ganz, ganz, ganz fein. Und jetzt dieses ganze gesamte Zusammenspiel, dass man mit den Schülern das eigentlich gut verstehen und dass die eigentlich auch ganz witzig und interessiert sind und nicht lauter Leute sind, die sagen, das interessiert mich gar nicht, sondern eigentlich kann man mit jedem, auch wenn einen das spezielle Thema vielleicht nicht gar so interessiert, trotzdem vernünftig reden. Und so diese ganze Kombination macht eigentlich die Schule toll. Ja, aber das ist genau das, was ich früher eben schon gemeint habe mit, wie ist immer ein moderner Zweig. Das ist genau das, wo man, glaube ich, dann Gott sei Dank die Lehrer so sind, dass sie das so machen. Weil wenn wir jetzt andere Abteilungen hernehmen, wie Bautechnik, da wird wahrscheinlich seit Jahren alles gleich sein, weil es ja ein Haus baust du im Prinzip immer gleich. Natürlich wird es neue Gegebenheiten geben und so weiter. Mhm. Ist klar, da wo du ein bisschen abändern musst. Oder wir nehmen einen Matheunterricht her. Es wird wahrscheinlich angepasst im Laufe der Jahre, aber es ist im Prinzip das Gleiche, was seit 20 Jahren unterrichtet wird. Und genau bei unseren Fächern ist es ja so, dass wir müssen mit der Zeit gehen. Vor 5 Jahren war wahrscheinlich was anderes aktuell als wie jetzt. Und wenn wir aber dann das vor 5 Jahren noch lernen, bringt es im Prinzip uns nichts mehr. Und genau das ist es ja dann, auch auf alles bezogen, auch auf die, nur haben wir dann mehr aufs Medientechnische, dass es eigentlich, die Medientechnik geht immer weiter, wird immer größer und dann sollte man auch mit der Zeit gehen und mehr die modernen Sachen unterrichten, als wie dann 10 Jahre hinterherhängen. Und das ist Gott sei Dank bei uns so, muss man sagen. Ja, ja. Ja, das stimmt. Also, es ist wirklich ja wunderbar, dass wir da einfach am Puls der Zeit einfach leben. Mhm. Ja? Und dass ich für mich selbst einfach auch immer die Möglichkeit habe, einfach neue Technologien kennenzulernen und neue Sachen auszuprobieren und meine Nase in ganz neue Technologien und Abenteuer reinzustecken. Dass ich eben vorher in so einem festgefahrenen Betrieb, wo ich genau dieses eine Produkt habe, und das ist genau die Technologie, und da gibt es halt kaum irgendwelche Abweichungsmöglichkeiten, einfach nicht gehabt habe. Und das ist einfach wunderbar, dass das alles hier einfach gelebt werden darf. Und ja, es hat natürlich auch ein bisschen was von Experimentieren herum. Ja, da gibt es auch viele Sackgassen, die man da beschreitet. aber auch das gehört zum Lernen dazu. Ja? Damit man dann herausfindet, ja, okay, so funktioniert es nicht. Ja, manchmal, also im ersten Jahr, das war die erste Klasse, die es überhaupt gab, ich bin in der 4. Klasse dazugekommen. Und die haben sich insgesamt ein bisschen als Versuchskaninchen bezeichnet. Mhm. Aber das war einfach die Abteilung ab und noch neu. Da war wirklich für alle alles neu. Das war, aber es geht, nicht? Jetzt haben wir perfekt. Sie wissen es vielleicht nicht. Sie sollten sie aber mit dem vertraut sein. Ich bin's, der Rest der Klasse auch nicht. Ich glaube, du hast es noch miterlebt. Ich bin ja fast in die Nost reingeraten. Ach so, das stimmt. Das war ja ganz haarscharf. Hätte ich nicht wie ein Held dreimal die dritte gemacht, wäre ich da drinnen gelandet. Und dem bin ich mal ausgewichen. Also für viele Zuschauer, NOST war die neue Oberstufe mit einem ganz eigenen System, wo man Prüfungen parken konnte und die dann später nachholen. Ach, Gott sei Dank gibt's das nicht. Ja, also um vielleicht aus Ihrer Sicht, wie katastrophal haben Sie dieses System gefunden? Ja, bei uns Schülern ist das durchgebombt mit, ich glaube, ich höre mit der Schule auf, wenn ich in die NOST komme. Also ich kann sagen, ich habe vorhin zu Problemen nichts gesagt. Das ist mir die NOST nicht eingefallen. es waren ein paar gute Ideen drin, aber die ganze Umsetzung, das war furchtbar eigentlich, weil er hat sehr viel Arbeit gemacht und hat eigentlich kaum so richtig was gebracht. Und es ist Gott sei Dank Geschichte, ich glaube. Ja. Bei uns ist der Yannick sitzen geblieben. Ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, Nachname ist schon länger her. Aber der war in der NOST drin und hat bis auf in 2 Fächern alles abgeschlossen gehabt im Jahr davor. Woraufhin er natürlich in der Schule NOST ist man nur noch in diesen 2 Fächern anwesenheitspflichtig. Boah, das wäre doch wieder cool. Dann ist er das ganze Jahr nur zu den 2 Fächern gekommen. Aber dann kannst du natürlich vergessen, dass das Jahr drauf wieder funktioniert. Den Anschluss, da packst du nicht, wenn du da ein Jahr Pause machst von Schule. Mir reichen die Sommerferien, meine Rechtschreibung schaut schon wieder aus. Das kann man sich nicht anschauen.
Und genau das ist auch passiert, nachdem ein Jahr war noch dabei, dann hat sie ihn in den nächsten aufgeschmissen, hat er aufgehört und in Finnjahren angefangen arbeiten. Und das war wirklich Katastrophe. Ja, aber das ist Gott sei Dank Geschichte und es gibt ja manchmal so Ansätze, dass du vielleicht wieder auf seine Richtung kommt, aber das ist sollte man mit einer gewissen Gelassenheit betrachten und schauen, was passiert. Pädagogisches Mittelalter. Ja, es waren ein paar pädagogische interessante Ideen waren ja drin, aber die bürokratische Umsetzung war, na, lassen wir das einfach. Ein ganz anderes Thema. Sie haben sich jetzt so oft erwähnt, dass Sie eigentlich relativ schnell reingekommen sind und dass es auch viel Freude bringt. Aber was sind so Themen, die Ihnen vielleicht auch Angst gemacht haben oder so? Ich meine, man geht ja doch mit Schülern um und kann sich vielleicht selber aus der Schulzeit erinnern, dass manche Fächer Druck gemacht haben, dass ich habe schon wegen ein paar Unterrichtsfächern nicht gut schlafen können. Vielleicht hat man als Lehrperson oder Lehrkraft irgendwie Angst, den Druck Schülern zu machen oder vielleicht erreicht man irgendwie nicht. Was haben Sie so da für Bedenken? Angst vielleicht ist das falsche Wort dafür. Gar nichts. Angst, glaube ich. Wisst jetzt, was ein spannender Moment ist, der hat jetzt nichts mit Angst zu tun, ist die Matura. Ja. Und da ist es so, man versucht, das Ganze so vorzubereiten, dass das alles gut geht. Und bei meiner allerersten Matura als Lehrer, so war es dann so, dass ich gewusst habe, diese Prüfungen dauern pro Prüfung 10 Minuten. Dauert sie nicht. Doch. Echt? Okay. Doch, klar. Okay. Natürlich. Ich dachte, sie dauert länger. Jetzt habe ich gedacht, nein, also nach 10 Minuten sollte man wissen, was okay passt. Und wenn man sagt, na, da ist noch ein bisschen wenig, dann kann man noch ein bisschen länger nachfragen, ob vielleicht noch was nachher kommt. Normalerweise geht das ja gut. Da ist immer so die Sorge. Beim ersten Mal hatte ich die Sorge, hoffentlich sagt er nicht nach 2 Minuten, und jetzt habe ich doch eh schon alles gesagt. Und da habe ich wirklich die Sorge gehabt. Aber es ist noch nie passiert. Nein, glaube ich nicht. Okay. Glaube ich nicht. Also, fiebern Sie bei Matura mit? Fiebern Sie bei Matura mit? Ist das dann so, wenn er es schafft? Oder? Es ist, also, naja, mitfiebern, nein, das nicht, aber mitfiebern nicht direkt, aber es ist schon so, speziell dann der Moment der Zeugnisverteilung. Das ist für die Schüler sowieso natürlich der Moment, endlich alles durch, aber für uns auch. Also das ist wirklich so ein ganz, ganz Highlight des Jahres, wo man sagt, das ist so wie Projekt abgeschlossen, abgehakt, fertig, die sind jetzt geschafft und dann sind sie natürlich, wir sind jetzt so ganz, ganz leger, die sind alle im schwarzen Anzug und dem langen Kleid und so, das sind auf einmal, sie stehen da so Erwachsene vor dir, junge Erwachsene vor dir, die jetzt ins Leben hinausgehen. Der Moment, der ist echt der Hammer. Ja. Das kann was. Ja. Also ich habe den Moment ja noch nicht erlebt. Ja. Ja, teuer kommen. Das finde ich jetzt interessant. Wie teuer vielleicht kommen, was denn? Wer von euch wird bei mir maturieren? Ah ja, okay. Okay, ja, schau. Aber trotzdem, es gibt da noch etwas, was ich rein, was ich auch noch kommentieren möchte. Ich habe erfahren, dass es einfach an das Verhältnis Schüler-Lehrer sehr intensiv werden kann und dass da manchmal ein sehr, sehr dünner Membran wird, der einfach da noch was abgrenzt. Und es gibt tatsächlich auch Situationen, die plötzlich sehr, sagen wir mal so, sehr persönlich werden. Weil gerade Menschen in eurem Alter, da tut sich wahnsinnig viel. Ja, mal abgesehen von 16, 17 und Pubertät und hin und her. Und dass es da einen riesengroßen Umbau gibt im Kopf und Hormone und hin und her. Aber eigentlich unsere ganze Situation, die Weltsituation, ist halt die Generation M oder so, ja, die Multikrise. Ja, genau, perfekt. Das ist natürlich schon etwas, was auch mich natürlich beschäftigt. Und es gibt ein ganz dünnes Membran zwischen Lehrer und Schüler, weil offensichtlich manchmal auch gewisse Schüler einfach an Draht zu Lehrern entwickeln. Ja. Und hier gibt es auch etwas, was ich kennengelernt habe, ist, dass es da Situationen gibt, die manchmal schon heftig werden. Mhm. Ja, auch privat für mich heftig werden. Weil ich dann natürlich auch teilnehme an dem Schicksal der Person. Das ist einfach immer mehr Schüler-Lehrer-Kombination, sondern es ist einfach wirklich echt was Tieferes mit Zwischenmenschliches dann schon. Und dass ich dann teilweise dann auch wirklich dann am Abend dann Nachrichten kriege, wo ich mir dann schon Sorgen machen muss. Ja.
oder eben was voriges Jahr war, wo ich diesen Schulausschluss gegeben hat von Schülern, wo ich denke, boah, das ist schon heftig gewesen. Das war für mich heftig eigentlich, ja. Weil das ist das Schicksal von den jungen Menschen, über dem hier entschieden wird. Und das ist teilweise schon, das sind Dinge, die mich schon sehr, sehr treffen und bewegen auch. Natürlich habe ich im liebsten Wort cool, wenn alle durch die Matura durchgehen würden und durchtanzen, ja. Es hätte es nie ein Problem gegeben. Aber das ist halt nicht immer so. Und es gibt halt Schüler, die uns verlassen oder verlassen werden. Ja. Ja, kann ich aus meiner Sicht drin, ich bin früher immer bis in Hort gegangen, bis zur letzten Stunde, bis er zugemacht hat. Und es war grundsätzlich, war sehr oft der Zivildiener oder Mathe- oder Physiklehrer meine Ansprechperson. Und ich habe auch früher mit dem Draht immer aufgebaut, war einfach total. Und umso öfter ich drüber nachdenke, umso absurder wiegt, ich verbringe allein mit Ihnen, Herr Professor, mehr Stunden pro Woche, als ich meinen Vater sehe. Er kommt immer nur am Wochenende vorbei und dann machen wir kurz was, aber unter der Woche verbringen wir mehr Stunden miteinander. Okay. Und so, selbstverständlich entsteht dann natürlich auch eine zwischenmenschliche Beziehung und dann kann ich nur noch einmal loben. Ich finde, das machen Sie beide ganz vernünftig mit einer gewissen Professionalität, aber man fühlt sich nicht unwohl oder bekommt irgendeinen Stress. Und das finde ich ist schon wichtiger als Lehrperson, weil, wie Sie gesagt haben, es wird persönlich. Leute werden dann doch, man teilt trotzdem eben mit irgendjemandem gern oft sein Leben und die Lehrkraft oder Lehrperson wirkt oft wie die kompetenteste Person, die man dann in der Nähe also findet. Okay, stellt, dann, okay. Um Hilfe zu fragen. Also, so hätte ich es aus meiner Sicht auf Fragen genommen. Ja, danke. Man ist ja auch ein wunderbares Erlebnis auch, gell? Ist ja auch wunderschön, sowas, ja. Aber wir sind halt doch auch alles nur Menschen, ja. Also ich habe eine Menge Fehler. Robert, du wahrscheinlich nicht. Wohl. Im Unterricht schlagt man sie mal mit dem Lichtschwert. Ja, ja. Hey, wir haben Fotos. Na, machen wir nochmal einen kurzen Themenwechsel. Sie beide waren in der Wirtschaft, lang genug Ausbildung, Erfahrung gesammelt. Gibt es vielleicht noch andere Arbeit, die Sie nebenbei während der Schule gemacht haben oder jetzt noch machen, irgendwie Freelancer-Aufträge? Wir haben viele Werkstättenlehrer, die ihre eigene Firma führen. Unser Projektbetreuer, auch seine eigene Firma, bei der er noch genug Zeit hineinsteckt. Also haben Sie noch irgendetwas, was Sie nebenbei machen? Ja, also ich habe nach wie vor ein One-Man-Show, ein Mann-Unternehmen, eine IHG. Mache ich nach wie vor kleine Projekte für die eine oder anderen Firmen auf Stundenbasis würde ich gar nicht missen wollen, weil ich dadurch natürlich auch immer wieder einen Fuß in der Wirtschaft habe und mitkriege, was sich auch so in der Wirtschaft immer tut. Mhm. Ja, stimmt, ist aber natürlich jetzt momentan sehr reduziert, weil ich zurzeit eben wahnsinnig viel für die Schule mache, auch auf der BH unterwegs bin und diese Zusatzausbildung auch noch mache. Da habe ich wahrscheinlich in Summe einen, ja, 40, 50 Stunden Woche zurzeit und da bleibt relativ wenig übrig. Aber trotzdem, ich habe auch noch zwei andere Projektchen, die ich so verfolge mit anderen Leuten zusammen, wo wir Startup-Ideen haben und Dinge räumen. Aber das sind jetzt nicht so Sachen, wo ich sage, okay, da setze ich Geld, also das wird dann Früchte tragen, sondern es ist einfach Spielereien. Mhm. Ja. Aber ja, es stimmt, ich habe noch andere Tätigkeiten außerhalb der Schule. Ja, ich habe noch aus der Firma, wo ich vorher war, gab es ein, zwei Projekte, die bei mir hängen geblieben sind. Und da habe ich so, es läuft halt immer so, dass der Kunde, der im Betrieb dabei ist, eine große deutsche Behörde ist. Und wenn die sagen, die wollen am Anfang des Sommers was machen, dann wird es dann meistens September. bis sie soweit sind. Und dann habe ich im September immer ein paar Tage oder Oktober oder so, je nachdem, wo ich ein bisschen was mache, so sporadisch. Aber es ist jetzt ein bisschen zurückgegangen und das ist mir eigentlich auch nicht ganz unangenehm, weil es ist nett und es ist lustig, aber es wird mal so nicht fad, nicht? Ja, geil. Ja, dann, wie gesagt, machen wir noch ein gutes Abschlussthema. Vielleicht noch nicht für Sie ganz, aber Sie vielleicht. Okay. Schon vielleicht Pläne für die Pension, Zukunftspläne, hast du da schon mal gehört? Das ist eine steile Frage, das fragen mich viele. Eigentlich noch keine wirklich konkreten. Ja.
Es wird genug zu tun geben. Ich denke mal so, ein bisschen mehr auf Berge gehen, reisen, mir ein bisschen ernsthafter Gitarre üben. Ja. Und also es wird nicht fad, ganz bestimmt nicht fad. Wir haben auch zu Hause einen großen Garten, also es wird viel zu tun geben. Und in Wirklichkeit, glaube ich, es wird nicht langweilig und ich werde das da aber vermissen. Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, Sie sind der Lehrer, Sie werden das richtig vermissen. Ich denke mal jedes Jahr, heuer am Anfang des Schuljahres habe ich gedacht, also das werde ich vermissen. Jetzt war mit einer dieser Phase, was ziemlich stressig ist. Okay, das tat ja auch nicht aus. aber so im Prinzip das Ganze, was wir da so machen, das ist, ich denke mal, es ist so, dass wir hier ein Umfeld haben, wo man sich mit vielen Kollegen sehr gut versteht und wo man sich mit den Schülern gut versteht und wo das Thema, was man macht, interessant ist. Und natürlich, da man doch viel Zeit reinsteckt, eine Lebenszeit reinsteckt, ist das einfach ein Teil des Lebens. Yeah. Und da muss man aufpassen, wenn man diesen Teil des Lebens plötzlich auf einen Schlag nicht mehr hat. Ja. Ich meine, wir haben einen Auslauf, wir haben Sommerferien, aber wenn man den Teil des Lebens nicht mehr hat, dann muss man schauen, sich darauf vorbereiten, dass das nicht irgendwie so auf einmal ein tiefes Loch wird. Ne? Was jetzt auch nicht klappt, aber so zwischendurch denke ich mir, boah. Ja. Bei Ihnen wird es noch ein bisschen länger dauern. Bei mir wird es noch länger dauern, ja. Haben Sie noch schon irgendeine Vorstellungen oder ist das noch zu ferne Zukunft? Das ist noch zu ferne Zukunft. Jetzt ist gerade erst das Projekt HTL gebrochen worden. Nein, ich habe noch so viele Dinge zu tun und noch so viele Projekte und auch Spiele zu spielen. Ich bin ja Gamer. ja, genau. Ich habe meine Steam-Liste, meine Steam-Account hat über 400 Spiele, glaube ich. Okay. Bart wird mir nicht. kann ich mir vorstellen. Dürfte Sie bitten, dass Sie sich noch verewigen auf unserem Whiteboard? Ja. Ah ja, okay. Das wäre wichtig. Allererste. Und ja, danke. Ich hoffe, ich kann halt schon daneben reden mit dem zweiten Apfel weiter, damit das aufgepeppt wird. Herr Professor, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ja, sehr spannend. Ich finde das sehr interessant, was wir heute da alles geredet haben. Nein. Es ist einmal eine ganz andere Sichtweise wie zu den anderen Folgen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dann, dass wir eben genau so eine Themen behandeln, so wie mit Ihnen. Und das heißt, wir waren die ersten Lehrer hier. Genau. Das Mikro, Herr Professor. Dann können Sie noch ein bisschen mit uns reden. Genau. So, okay. Ja. Ich finde, danke echt, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben. Ist auch nicht selbstverständlich, in Ihrer Freizeit das zu machen. Und ich hoffe, wir haben zwar noch mehrere Lehrerfolgen. Wenn es die letzte ist, dann ist es leider so. Ich hoffe zwar nicht, aber das kommt auch auf euch da draußen an. Ja, ihr müsst das alles ein bisschen pushen. Ja. Willst du noch was sagen? Nein, ich glaube, ich hoffe auch den Zuschauern hat es gefallen. Für uns war es eine interessante Folge. Ich kann mich noch einmal herzlich bedanken. Ja. Und dann würde ich mich verabschieden. Verabschieden. Danke. Mach's gut.